Moin, hier ist wieder der Schattennaseweiß mit dem nächsten Was wollen wir trinken Video. Heute wollen wir die Pepsi Max Sherry trinken. Und die habe ich vor Urzeiten auch schon mal auf meinem englischen Kanal gemacht. Ich trinke die eigentlich relativ gerne, wobei ich die in letzter Zeit nicht mehr ganz so oft getrunken habe. Tun wir die schon mal da rein. Die ist jetzt auch ohne Zucker, soweit ich weiß. Ja, Max, logisch. Pepsi Max ist ohne Zucker. Deswegen ist da Wasser, Kohlensäure, Farbstoff, damit es schwarz aussieht, Süßungsmittel, Aspartam und Acesulfam K. Die übliche Phosphorsäure. Bei Cola ist normal. Zitronensäure ist auch normal. Aroma, sehr aussagekräftig. Kaliumsorbat als Konservierungsstoff und Aroma Koffein. Und enthält eine Phenylalanin-Quelle. Ja, also nichts, was nicht auch in einer normalen zuckerfreien Cola drin ist. Riecht ein bisschen wie. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, das gab es, ich glaube, die gibt es heute nicht mehr, in den 80ern, diese Cola-Brause. Danach riecht das ein bisschen. Es ist ein leichter Kirschgeschmack mit, ich würde fast schon sagen, Vanillenote. Nicht zu intensiv. Und gerade wenn es kalt ist, also das Getränk, nicht die Umgebung, hält der Geschmack auch nicht sonderlich lange im Mund an. Das kann gut oder schlecht sein. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, da. Früher war das eines meiner Lieblings-Colas. Da hat mittlerweile die reguläre Coke Sherry den Rang ein bisschen abgelaufen. Die ist auch zuckerfrei, schmeckt aber recht gut. Muss ich mal gucken, ob ich da nicht auch mal wieder eine Flasche von kaufe. Ich meine, bei weitem nicht so gut wie die alte Sherry Coke mit Zucker, aber eine der besseren zuckerfreien Cokes. Normalerweise bin ich bei zuckerfreier Cola ja eher der Pepsi-Typ, die Coca-Cola zuckerfrei, weder sowohl die Light als auch die Zero heißt die ja, glaube ich, oder Zero, mag ich eigentlich nicht so gerne, da ist mir die Pepsi Light und die Pepsi Max lieber, aber bei Sherry bin ich mittlerweile mehr in Richtung Coke wieder. Nichtsdestotrotz kriegt die Pepsi Max Sherry von mir immer noch einen Daumen hoch. Mit einer leichten Seitwärtstendenz, aber Daumen hoch. Ich trinke die immer noch gerne. Und ich hoffe, ihr schaut meine Videos auch immer noch gerne. Wenn ja, lasst bitte gerne einen Daumen hoch. Wenn nein, auch, ich akzeptiere auch Daumen runter. Gerne auch einen netten Kommentar oder auch nicht so netten Kommentar. Solange der nicht unter die Gürtellinie geht, bin ich da auch mit einverstanden. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das hilft mir. Auch wenn ihr das nicht glaubt. Und ja, dann hoffe ich, dass ich euch beim nächsten Mal wiedersehe. Bis dann.